Willkommen zurück zu Wukong. Ich habe mich jetzt nochmal hierhin begeben zu diesem Schrein. Da vorne waren wir beim letzten Folge ganz am Ende, um die Tränke abzugraden. Und hier ist mir was aufgefallen, als ich mich zurückporten wollte. Gibt es hier im Laden einfach diesen Rückenkratzer? Und ich habe mich dann zurückgeportet und dachte mir so, wir können den ja bestimmt auch in der Wüste kaufen. Nee, anscheinend kann man den nur hier kaufen. Also in der Wüste auf jeden Fall nicht. Rückenkratzer, also den kennen wir ja gut. Erhöht die maximale Ausdauer beträchtlich, also zumindest aus Elden Ring. Ausdauer beträchtlich ist anscheinend ein Accessoire. Ja, ich weiß gar nicht, wie das hier heißt. Würde ich mir auf jeden Fall mal kaufen. Dann haben wir zumindest mal eins. Hätte ich auch ganz gern schon früher gehabt. Hätte ich mir bestimmt auch schon damals kaufen können, aber gut. Beträchtlich, ja, keine Ahnung. Wie viel ist das? Ja, so ein Stückchen halt. Keine Ahnung. So, jetzt gehen wir zurück in die Wüste. Okay, so, jetzt sind wir im Verzweiflungstal. Ich würde jetzt einmal ganz kurz zu diesem Tor nochmal gehen, ob wir damit jetzt mittlerweile schon was machen können, weil wir haben jetzt schon drei Gegenstände bekommen. Ob wir davon eins einsetzen können? Nee. Grimmigkeit aus Stein, okay. Irgendwie müsste ich mir das mal notieren. Grimmigkeit aus Stein. Wir hatten jetzt zweimal solche Hufu-Dinger, wo ich irgendwas einsetzen kann. Wir gehen jetzt da hinten den Pfad, den ich beim letzten Mal besucht habe, noch nicht weiter. So wie angekündigt, gehe ich jetzt erst mal hier lang. Ich hatte auch gehofft, dass ich vielleicht das Tor öffnen kann. Ach so. Habe ich vergessen, dass der dahinter ist. Aber den hatten wir schon mal. So, für mich eine neue Aufnahme. Und wir können direkt mal was ausprobieren. Oh ja, das geht echt. Oh mein Gott, wie cool. Okay, Kimberly die hatte mir mich reingeschrieben, dass ich nach so einem leichten Sprungangriff tatsächlich einen schweren Sprungangriff machen kann. Ah, und das, ja, das klappt ganz gut. Gereift dann gegen Zack viermal sogar. Okay. Ja, wir hatten beim letzten Mal, in der letzten Folge, ganz am Anfang, ist mir leider auch sehr spät erst aufgefallen, mal kurz ein Standbild. Das tut mir mega leid, aber das. Dafür kann ich halt nicht so wirklich was. Das Spiel ist halt leider nicht optimal optimiert. Optimal optimiert ist auch super. Also ich gehe schon mit den Einstellungen, die mir das Spiel empfiehlt, und die sind nicht besonders hoch. Also ich kann ein Horizon Zero Dawn, nehmen wir das einfach mal als Beispiel, kann ich mit 1440p auf Ultra und Raytracing spielen und habe damit keine Probleme. Und dieses Spiel spiele ich auf 1080p und auf hohen Einstellungen. Und trotzdem sagt meine Grafikkarte noch. Können wir da runter? Das sieht irgendwie so begehbar aus. Aber nur so teilweise. Wird auch Kulisse sein. Ja, auf jeden Fall sagt meine Grafikkarte hier immer noch so. Okay, ich habe hier gerne mal 99% GPU-Nutzung am Start. Warte mal, ich versuche jetzt einfach mal da runter zu springen. Wir können ja jederzeit wieder hochporten. Okay, ich habe hier 90%. Gut, hat sich erledigt. Also muss ich das mittlerweile leider auch meine Werte mal einfließen lassen. Es tut mir echt leid, ich mag das Spiel echt gerne und ich bin wirklich so ein bisschen auch dem verfallen, dem Game. Okay, wirfst du den Stein oder bist du der Stein? Bist der Stein? Okay. Ich dachte, der wirft den, aber nichts davon. Nice. Ah, das macht so Bock, ne? Also das Kämpfen macht super viel Spaß und das ist ja auch der Großteil des Spiels. Wieso kann ich die Vasen denn nicht kaputt machen? Und normalerweise war ja auch bisher nur meine Kritik so ein bisschen, dass dieses Game hier bisschen beim Leveldesign reinzackt. Das heißt, mit den unsichtbaren Wänden. Aber auch performance-technisch bin ich nicht ganz zufrieden. Also ich finde. Oh, was ist das? Ich dachte schon Boss, aber nee, Schreckensklippe. Okay, wir sind hier sozusagen in einem neuen Gebiet. Das sieht recht groß aus. Irgendwie befinden wir uns jetzt auch. Also wir bewegen uns immer weiter nach Osten, oder? Wir haben uns ja vorne ja rechts bewegt, also wir sind dort dann irgendwo da hinten gelandet. Ich hatte gehofft, dass wir jetzt hier auch so in die Richtung gehen, aber scheint nicht so. Ja, auf jeden Fall, das ist sonst, ja, also diese unsichtbaren Wände, das ist die einzige Kritik wäre, damit könnte ich noch irgendwie leben.
Ah, jetzt wirft der Ding auf mich. Okay. Ich möchte eigentlich meine Mana bei diesen Gegnern hier ungern einsetzen. What the fuck? Was war das? Was ist das für ein Ding da? Da haben irgendwie so ein Chor gesungen. Das war voll episch. Aber eigentlich müsste das Spiel halt bei der Optik, sage ich mal, die ja... Also sieht hübsch aus. Aber ist jetzt ja natürlich auch keine Mega-AAA-Augenweide. Aber für meine Verhältnisse... Also ich lege nicht so viel Wert auf Grafik. Grafik ist noch so die Kirsche auf der Torte für mich. Oh, wie cool. Was bist du denn? Untersuchen. Rasende Flamme. Gegen den Skill? Nee. Buddhas Augapfel. Wichtige Gegenstände. Gut, wir haben irgendwo wieder was bekommen. Also auf jeden Fall bei der, um das Thema mal jetzt endlich abzuschließen, bei dieser Grafik, finde ich, sollte man auf 1080p-Einstellungen das schon gut auf Ultra spielen können mit einer 3070 Ti. Und also CPU und Arbeitsspeicher ist auch definitiv kein Problem. Das nutzt eigentlich gar keine CPU. Es nutzt wirklich nur die GPU und den VRAM. Und naja, es trübt so ein bisschen. Okay, ja, was auch noch trübt, ist dieser Buddhas Augapfel. Ein Augapfel, der dem Kopf des singenden Buddhas an der Schreckensklippe entnommen wurde. Er könnte sich an anderen Stellen einfügen lassen. Jetzt haben wir schon so viele Gegenstände, aber keine davon hilft mir bisher. Also wissen es jetzt auch nicht. Mit Buddhas Augapfel könnten wir vielleicht irgendwo weiterkommen. Ah, hier haben wir zumindest schon mal so ein Ding. Das ist schon mal gut. Aber ich habe noch kein Level-Up. Ich warte noch auf meinen Level-Up, damit ich Level 30 werde. Ich freue mich da richtig drauf. Muss ich sagen. Einmal rasten. So. Also, da geht es in irgendeine Klippe. Das sieht so aus, als wäre das ein kleines Gebiet. Aber das hier sieht eigentlich auch nicht so viel größer aus, obwohl doch. Da hinten ist ein ganzes Ding. Wir gehen jetzt einmal hier kurz rein und gucken uns das mal an. Das könnte zumindest nur so ein Boss-Areal sein. Was ist das? Das ist ein Gegner. Oh. Oh, was ist das denn? Boah. Cooles Ding. Ja, wie ich da jetzt hochkommen soll... Keine Ahnung, ich muss wahrscheinlich von der anderen Seite eher kommen. Also hier werde ich nicht hochkommen können. Da fehlt mir so ein bisschen die Agilität, die man bei Sekiro hatte. Mit dem... Hallo? Dem Wurfhaken. Ach nee. Alle, jede Blume ist hier verseucht. Aber nichtsdestotrotz, ich werde es bei den Einstellungen belassen. Ich werde da jetzt nicht noch groß was rumschrauben oder sowas. Ich hoffe einfach mal, und es war jetzt ja auch erst einmal so, und ich hoffe einfach mal, dass es nicht häufiger vorkommen wird. Und fertig aus. Aber es ist auch wieder so eine komplett random Stelle gewesen bei diesem Kampf da. Hä? Das Ding ist einfach zersprungen. Okay, hier haben wir irgendeine Statue und so eine halbe Höhle. Oh. War so eine Buddha-Figur? Gott, ey. Okay, das ist hier auch alles so riesig. Also dieses Level gefällt mir irgendwie schon ganz gut, muss ich sagen. Ich mag, dass es so ein bisschen größer ist, so ein bisschen mehr Open World ist. Ja, das ist nochmal so ein... Eine Figur. Oder da nochmal ein Buddha-Auge bekommen? Oder was anderes? Was ist das hier? Das ist so ein Teer oder so? Okay, das Ding ist weg. Oh, es hat mich vergiftet. Habe ich Anti-Gifter? Körperkühlend? Nee, habe ich nicht. Ja, das ist... Oh, shit. Noch... Hä, warte mal. Ist das der gleiche, den ich gerade in das Ding jetzt abgeschlagen habe? Oder was ist... Oh mein Gott. Nein, ich sterbe. Och, nö.
Jetzt bin ich an den Gift gestorben. Na, ich laufe noch eben bis hierhin. Ich bin wieder an der Stelle. Jetzt frage ich mich echt, wo die alle hergekommen sind. Die ganzen Gegner. Da links ist auf jeden Fall noch was. Das, glaube ich, läuft jetzt auf mich zu. So, und was ist damit jetzt? Ja, guck mal, da ist schon einer. Der steht wieder auf anscheinend, oder? Ja, der regeneriert sich. Okay, was müssen wir damit machen? Lieber so zerstören? Jetzt ist er tot. Okay, dann ist der einfach wieder aufgestanden, wie so ein Zombie halt. Aber jetzt habe ich auch kein Gift bekommen. Schon mal besser. So, was bekommen wir jetzt? Nochmal so ein Augapfel, oder was? Was wird das jetzt sein? Ja, Bodes Augapfel, wichtige Gegenstände. Vielleicht können wir ja die beiden Augäpfel zusammen irgendwo reintun. Da. Einmal durch. Okay, war es das jetzt in dieser Ecke? Da hinten ging es ja noch ein Stückchen weiter, ne? Gucken wir mal da hinten rein. Was wir denn da haben. Vielleicht doch nochmal kurz zu dem Thema zurück. Ich hoffe einfach mal, das Game ist ja jetzt erst 2 Wochen raus oder so, dass die das vielleicht nochmal mit Patches in den Griff bekommen und dass das dann vielleicht auch nochmal besser läuft und dann auch mit meiner Hardware, sag ich mal, auch mit höheren Einstellungen funktioniert. Dann wäre ich denen auch weniger böse. Wenn das alles nicht zum Release so gut und passend ist. Normalerweise vermeide ich deswegen auch, Games direkt zum Release zu zocken. Aber manchmal hat man auch einfach Bock auf solche Dinger, ne? Und erwartet auch irgendwie, dass das gut funktioniert. Obwohl es ja auch Games gibt, die noch schlechter laufen zu Release. Und da ist das Game ja tatsächlich auch weit von weg. Also zumindest bei meiner Hardware. Ich glaube, auf den Konsolen habe ich irgendwie mitbekommen, da läuft es noch schlechter. Aber wir sind jetzt Level 30 und das bedeutet, wir können bei Mystic die nächsten beiden Dinge skillen. Ich hoffe auch, dass ich mehr als 2 Punkte einsetzen kann. Aber es sieht nicht so aus. Obwohl, eigentlich ist es ja auch gut, wenn nicht. Stellt eine moderate Menge an Mana wieder her, weil die Lähmung eines Gegners zertrümmert wird. Was heißt zertrümmert? Also dieser heftige Schlag, auch mit den anderen Schlägen, das weiß ich halt nicht, ne? Das wird irgendwo erklärt. Zumindest habe ich es irgendwo gesehen. Lärm unterbricht die leichte Angriffskombo nicht mehr. Ja, ist beides cool, will ich alles haben. Jetzt müssen wir auf Level 45 warten. Da gibt es dann nochmal Zeithandel. Verbraucht eine moderate Menge zusätzliches Mana, um die Dauer der Lärmung stark zu verlängern. Okay. Kann man aber nicht jetzt irgendwie steuern, ob man das haben möchte oder nicht in dem Moment. Hm. Aber man kann Mana auch wieder ein bisschen herstellen. Das ist schon cool. Also eine Möglichkeit, überhaupt Mana wieder herzustellen, finde ich schon ganz gut. So. Ja, bei Felsenfest bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob wir darauf gehen wollen. Ich würde jetzt vielleicht... Ich habe gar keinen... Hat hier irgendeiner 2 gekostet? Ich hatte 3 Funken. Okay, dann können wir gar nichts mehr einsetzen. Überlegt, ob wir auf den schweren Schlag gehen wollen. Aber hat sich jetzt erledigt. Damit ich den manchmal einsetzen kann. Okay, Pferdemann. Frag mich halt, ob das hier zum Beispiel auch ein schwerer Schlag wäre. Okay. Man sollte nicht angreifen, wenn er sein Schild hebt anscheinend. So, jetzt habe ich zertrümmert und ich habe Mana wieder bekommen. Sehr gut. Hat funktioniert. Schade. Also er wollte angreifen, hat nur nicht getroffen. Ist nur die Frage, wie viel Mana kriege ich wieder zurück? So viel Mana, wie ich investiert habe, weil das wäre perfekt. Aber ich denke mal eher weniger. Vielleicht, wenn ich so 10 Mana verbrauche, kriege ich so 7 wieder oder so. Was ja auch dafür sorgen würde, dass ich das gut nutzen kann und oft die Lärmung nutzen kann generell. Momentchen mal. Wir sind jetzt rechts gelaufen. Kommen wir hier wieder zu dem Ding zurück? Ist das der Weg? Ja, ich bin mir nicht sicher. Hier ist kein Gebäude. Ich meine, ich hatte da ein Gebäude gesehen. Schon wieder so ein Ding. Ah, okay. Wir gehen aber trotzdem mal in diese Richtung. Wir müssten ja eigentlich wieder zurückkommen.
Ah, ich liebe diese Attacke einfach. So toll. Also darauf gegangen zu sein, ist schon mal eine gute Entscheidung gewesen. Da ist eine Schatztruhe. Ja, wir sind hier, glaube ich, bei den ganzen Gebäuden jetzt. Wir sind da hinterher. Nee, hä? Das ist... Nee, warte mal. Das ist der Moment... Das ist der Ort, wo wir reingegangen sind. Hier sind wir hergekommen, da sind wir hin. Und sind jetzt einmal hier im Kreis. Ah, okay. Ja, guck mal, das hatte ich schon gar nicht mehr auf dem Schirm, dass hier auch noch ein Weg war. Hatte ich so gar nicht mehr so richtig im Kopf. Dreimal Seide. Nice. Aber hier sind die Gebäude. Okay. Aua. Okay, hier ist der Kopf. Können wir mal ganz kurz damit interagieren? Putt. Das Putt. Wollt ihr mich streicheln? Hab ich jetzt nichts gegen. Könnt ihr ruhig machen. Oh, das Augapfel. Einen dritten. Da bin ich ja mal gespannt, ob wir die irgendwie nutzen können. Hey, Junge. Okay, da ist irgendjemand. Der hat wahrscheinlich auch Putt gesagt. Noch eine Truhe. Wahrscheinlich werde ich dabei wieder beworfen. Aber ich glaube, ich bin immun. Ja, ich bin immun währenddessen. Nochmal ein paar Goldstücke. Ja, du triffst mich jetzt erstmal nicht. Aua. Okay, das nervt langsam. Shit. Das wollte ich nicht, aber ich heile mich mal lieber. Ah ne, ich kann ja auch so machen. Das sind ja auch Projektile, ne? Ist das eigentlich gut, um Fokus aufzuladen? Ja. Kann man schon machen. Weil das sind ja schon viele Treffer eigentlich, ne? Und Fokus braucht ja eigentlich nur Treffer oder Ausweichen. Oh, da ist noch einer. Ich hab den gehört, aber ich habe den nicht gesehen gerade. Ma. Das ist nicht der Typ, der mit uns geredet hat. Er müsste auch von weiter unten kommen, habe ich das so zumindest vernommen. Irgendwo da unten. Denke ich zumindest mal. So, da hinten ist auch jetzt noch ein Gegner. Da auch. Ich möchte ganz gerne erstmal hier auch jeden Gegner einmal töten, damit ich auch safe alles mitnehme. Wir gehen hier hinten mal eben hin. Mit dem Kollegen. So wollte ich das eigentlich nicht. Aber egal. So, Schild ist kaputt. Ich wollte lieber meine Combo einsetzen. Ja, sehr schön. So, wo ist das denn jetzt hier? Hier haben wir nochmal eine richtig geile Statue. Ah, wäre bitter, wenn ich jetzt in den Bosskampf reinkomme eigentlich. Aber es sieht eigentlich aus wie eine Sackgasse jetzt hier. Aber in dem Game kann man sich nie sicher sein, dass hier nicht irgendwo auch ein Boss auf uns wartet. Aber es scheint nur eine Truhe zu sein. Was kriegen wir denn hier? Etwas Geiles. Geisteskern. Das ist für... Ich würde sagen, Geisteraufwertung. Aber ich meine, das war was anderes. Obwohl, nee. Was wollten wir denn letztes Mal nochmal? Trankaufwertung, genau. Da war was anderes. Aber das könnte jetzt echt für einen Geist sein. Ja, okay. Hier irgendwie bei diesem Sonnengott oder was das ist. Hier gebe ich mir aber weniger Mühe, um den Lore zu verstehen. Aber Zero hatte mir auch reingeschrieben, das Ganze beruht nicht unbedingt auf die chinesische Mythologie. Sondern eher... Also... Obwohl, kann auch sein. Das hat er jetzt nicht gesagt, dass es nicht daraus stammt. Aber, oh, Tag, Leute. Es gibt wohl ein Buch. Reisen in den Westen. Und das ist eine neue Interpretation. Dann beruht wohl Dragon Ball auch auf die Reise nach Westen. Denke ich mal. Also es ist zumindest ja das gleiche Fundament. Und es soll wohl auch da irgendwie einen Film oder so zu geben. Den kenne ich aber tatsächlich nicht. Also nicht, dass ich wüsste. Kennen wohl viele Filme, aber den nicht.
Aber das ist wahrscheinlich auch ein älterer. Und bei älteren Fällen, da bin ich dann immer so... Alles vor 1990 wird schon schwierig bei mir, muss ich sagen. Also alles, was älter ist als ich, dann gucke ich es weniger. Gibt zumindest weniger Filme, die ich geguckt habe. Aua. Ach, meine Güte, ey. Ey, Alter. Was ist denn los mit dem? Jetzt konnte ich den jetzt gerade damit nicht töten. Ich weiß nicht, ob ich einen schweren Schlag gebraucht habe. Oder ob er mich einfach unterbrochen hat, während ich geschlagen habe. So, da ist unser Ding zum Resetten. Wollen wir aber nicht nutzen. Wir gehen einfach mal so weiter. Aua. Oh mein Gott, habe ich viel Schaden bekommen. Können eigentlich auch mal den hier. Ah, ich wollte den aufladen. Aber ich glaube, ich kann es nicht beim Laufen machen. Ja, geht auch mit leichten Angriff. Mal kurz gecheckt. Alter, wie viele von diesen Steinmenschen es hier gibt. Nee, so geht das nicht. Mache ich noch falsch. Wirklich so, einfach nur stehen bleiben und dann... Ja, so kann man es machen. Kommt jetzt hier einer raus? Nee, tatsächlich mal nicht. Ja, okay, wenn man damit nicht mit laufen kann, weiß ich nicht. Aber ich meine, ich habe mal ein Skill gesehen, womit man damit auch laufen kann. Also während des Aufladens. Oder das war ein Rüstungsset-Boni. Das kann natürlich auch sein. Wie komme ich hier runter? Ist ein Gegner. Ah, hier ist sozusagen der Zugang. Und Gegner? Tatsächlich mal nicht. Sehr schön. Zwei Blumen ohne Gegner. Aua. Oh, jetzt haben wir Gift. Das ist nicht gut. Kommt da noch was runter? Lebt er noch? Na, der lebt noch. Eieiei. Knifflig das Ganze hier. So, ist jetzt hier der Typ, der mit uns geredet hat. Bist du das? Some bastard has got me trapped in this rock with his spell. Even the rocks on the ridge have come to life. In that cave, there's a rock guy lurking, holding secrets, I bet. Should you uncover the reason, I shall find my way out. Rocks turning into guys, tis no small matter. Okay, also können wir dir jetzt noch nicht helfen? There's a rock guy lurking. Ja, okay. Aber welche... Der meint jetzt nicht hier irgendwie eine Höhle, ne? Der meint schon da oben irgendwo was. Also hier werden wir einen Felsguai anscheinend als Boss haben. Und wenn wir den killen, ist cool. Oh, hier sind so Gemälde. Cool. Ja, das Ding ist, ich habe jetzt keinen Trank mehr. Also würde ich mich auf jeden Fall nochmal dran setzen wollen. Und dann ist die Frage, wo man lang geht. Was ist der... Das ist der Ort, wo ich am easiesten irgendwo da hinten hinkomme. Oder gibt es da hinten vielleicht nochmal einen Punkt, wo man sich dran setzen kann? Weil normalerweise vor einem Boss gibt es schon nochmal eine Möglichkeit zu resetten. Eigentlich ist das Spiel da schon recht gnädig. Was das angeht. Ist schon mal nichts. So, kamen wir jetzt von hier... Das sieht ganz so aus. Naja, nicht ganz. Hier ist eine Truhe, aber wir waren hier oben schon mal. Gut, dass ich jetzt nochmal hier geguckt habe. Was haben wir jetzt hier? Jaguar-Kern mal 2 und natürlich auch ein bisschen Geistessenz. Wie viel Geistessenz habe ich mittlerweile? 8900. Dann heißt es, könnte mein Schlangenbuddy nochmal ein bisschen upgraden. Also mein Geist. Weil ich meine, der kostet 8000. So, erst die Frage... Okay, hier haben wir schon mal einen Speicherpunkt. Ist da die Höhle oder wo ist die Höhle? Da ist mein Safe Spot. Was ist das hier? Sieht besonders aus. Kann ich aber nichts mit anfangen. Ist bestimmt irgendwas Geschichtsträchtiges. Okay, wir haben halt da die Höhle.
Ist die Frage, wer würde ich auch hier irgendwie da rauskommen? Ja, sieht so aus. Ja. Oh, doch. Glaube. Ja, okay. Schaffe ich nicht mehr. Wollte sagen, ich glaube, ich setze mich nochmal schnell dran. Aber egal. Schaffe ich auch so. Mal ganz kurz reinspähen. Ah, ist schon echt dunkel. Ich würde gern wissen, wie weit ich jetzt hier schon war, aber dachte mir so, ja, vielleicht kann ich das anhand der besiegten Gegner feststellen. Aber ich sehe da jetzt halt auch gar keinen und ich glaube, wir gehen da einfach nochmal rein. Bevor wir hier hinten weitergehen, gehen wir jetzt erstmal zurück in die Höhle. So. Ausrasten einmal. Sag erstmal alles hier kaputt. Dann, ja, wir können auf jeden Fall erstmal einen Laden checken. Das sollten wir eigentlich immer machen. Weil es ja anscheinend auch mal Accessoires in so einem Laden gibt. Geisteskerne und so weiter, ja, keine Ahnung. Ich glaube, ich verkaufe auch immer einfach alles, was ich habe. Weil Geld haben ist doch eigentlich nie schlecht. Ich verliere das ja nicht, wenn ich irgendwie sterbe. Wo kann man da? Selbstbestimmung, Geist kultivieren. Und dann wollte ich den hier unten. Kann den wir nicht. Knoten der Leere fehlt mir dafür. 9000 sogar. Okay. Was hatten wir denn letztes Mal noch bekommen? Hatten wir den hier noch? Den habe ich alles durchgelesen, oder? Erdwolf. Haben wir uns den durchgelesen? Dann hat die Keykosten der Fähigkeit. Hm, cool. Der Außerkorone nimmt die Gestalt des Erdwolfs erden. Er stürzt sich rücksichtslos auf den Feind, um ihn ins Straucheln zu bringen. Ah, das war das. Ja, okay, jetzt wo ich es lese, erinnere ich mich wieder. Das mit dem Straucheln, also mehr so Poise brechen. Ich finde, das klingt schon cool, aber ich mag mein Gift. Aber das wäre auch noch eine Alternative, wo man drauf gehen könnte. Aber ich glaube, jetzt habe ich schon so viel auch in meinen Gifttypen investiert. Ich bleibe da jetzt erstmal bei. Und Rüstung oder Waffen oder sowas würde mir anzeigen, wenn ich da irgendwas herstellen kann, ne? Wie war denn das? Hier habe ich das schon hergestellt. Gut. Mal ganz kurz irgendwie meine Gedanken auffrischen, wie das hier nochmal war. Und wie weit ich mal war. Nicht, dass ich irgendwas verpeile. Das passiert wahrscheinlich eh. Sieht so ein bisschen, weiß ich nicht, erinnert mich so ein bisschen an Last of Us, ne? Also Klicker oder so mit diesen, jetzt hätten ja so einen riesigen Pilz. Ja, und da macht Gift hier überall. Das ganze, der ganze Dampf macht Gift. Das nervt. Also einfach nur an ihm dran stehen, ja, ich hab's schon mit Gift. Kann ich nichts gegen machen. Jetzt kann ich den nicht töten. Oder? Ah, nee, nicht wirklich. Das ist ein echt doofer Anfang, muss ich sagen. Also scheiß Start. Jetzt schon so viel investiert. Gefühlt gar nichts. Ah ja, okay. Ja, doch, hier sind wir rausgegangen. Aber dann müsste ich ja hier überall schon gewesen sein, oder? Dann lohnt sich es doch gar nicht, hier überhaupt weiter mich umzugucken, wenn ich dann hier rausgekommen bin. Würde ich mal behaupten. Also wir könnten da hochgehen. Vielleicht ist hier halt noch was oder kam ich hier auch schon her? Nee, sieht nicht so aus. Hier scheint das nochmal was anderes zu sein. Hallo? Hier ist auf jeden Fall nochmal ein Buddha. Aua. Hey! Jetzt ist der wach. Schnell was trinken. Und den kriegen wir als Geist sogar. Interessant. Dann können wir auch so Gift versprühen. Auch keine schlechte Möglichkeit. Zumindest eine zweite Möglichkeit, um auf Gift zu kommen. Schade. Also das richtige Timing bei solchen Gegnern ist noch ein bisschen zu schwer, glaube ich. Es lohnt sich vielleicht auch nicht so wirklich, den Steinkram einzusetzen. Oh mein Gott. Mann, also wenn die treffen, machen die richtig gut Schaden. Okay, ohne Geistfunken einsetzen. Geistfunken, sage ich schon. Fokuspunkt einsetzen. Macht das nicht so viel Schaden. Blut des Eisenstiers. So, aber zumindest haben wir jetzt Progress gemacht, indem wir diesen Geist bekommen haben. Der kommt nämlich nicht wieder.
Prunksteinerne. Prunksteinerne. Okay. Hm, das sieht specialig aus. Ich glaube, ich sollte jetzt nochmal zurückgehen und hier... Also es könnte sein, dass das ja die Höhle ist, von der die Sprache war, wo dieser Felsguai drin steckt. Ich würde nur gern hier hochgehen können, ohne groß Leben zu verlieren oder so. Ich weiß nicht, ob ich das hinkriegen kann. Wir werden es mal versuchen. Und heute auch mal ein bisschen auf Folgenzeit achten. Nicht, dass ihr schon wieder so Überlänge bekommt wie bei der letzten Folge. So, wer? Einer müsste ja hier noch sein. Angreift. Der da, okay. Nice. Sehr schön. Okay, besiegt, ohne dass er mal Gift einsetzen kann. Obwohl, wir haben tatsächlich ein bisschen Gift aufgebaut. So, das sieht aus wie ein specialiger Ort. Das könnte halt ein Bossraum sein. Sieht aber doch nicht so aus. Normaler Gegner. Ja, okay. Ich dachte, das wäre eine gute Methode jetzt. So, während man auf den Angriff wartet von dem Gegner. Ich habe den Fokuspunkt aber leider nicht aufbauen können. Das muss ich noch ein bisschen trainieren. Aber lohnt sich wahrscheinlich eh mehr, wenn man das auch ein bisschen skillt. So, was ist das jetzt hier für ein specialiger Ort? Das ist kein Gegner. Sieht so aus wie einer. Oh, guck mal. Das ist so ein Felsding. Aber das ist irgendwie... Also, das hat Hände und Füße. Wieso lebt das Ding nicht? Wieso ist das kein Gegner? Das sieht so aus, als müsste das schon ein Boss sein. Okay. Der aber gerade einfach nicht aktiviert ist. Muss ich vielleicht erst mit diesem Gesicht interagieren hier vorne? Vielleicht kommt, wird das hier gleich noch ein Boss. Meh. Ob das immer, wenn ich so mit solchen Dingern interagiere, dass dann irgendwie, dass ich irgendwie so zwei Buchstaben bekomme? So, und beim Zurückgehen werden wir jetzt vielleicht angegriffen. Kann das sein? Ah, irgendwie nicht. Oh, guck mal, ich kann ihn aber anvisieren. Aha, Mutter der Steine. Oh mein Gott. Jetzt kommen da wahrscheinlich noch ein paar mehr von hinten. Also noch macht das Ding nichts. Ich hoffe, das ist richtig so. Keine Ausdauer. Tut mir ein bisschen leid für die Mutter. Aua. Ach Junge. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, da kommt gleich noch was. Weiß natürlich nicht, kann das sein, dass das auch einfach der Bosskampf ist, jetzt hier gegen die Dinger zu kämpfen. Ja, aber ein bisschen lame. Nice, beide getroffen. Ja, okay. Ich dachte, vielleicht kommt da jetzt gleich aus dem Stein so ein Ding wirklich raus. Nope. Steinessenz, wichtiger Gegenstand. Porträt aktualisiert. Jaguar, Oberhaupt, dann wird das schon der Stein-Jaguar gewesen sein. Hat das so gewollt? Irgendwie, also ich hoffe mal nicht, dass das jetzt ein Bug war. Ich meine, ich wurde ja weiter von diesen Dingern angegriffen, aber irgendwie wirkte das trotzdem super komisch. Hätte ich den gerade auch schon anvisieren können? Vielleicht. Den ja nicht versucht anzugreifen. Oh ne, ja, ich habe auf euch gar keinen Bock, aber eigentlich muss ich da wohl lang.
lebt das Ding natürlich noch. Das ist super nervig. Muss man das Ding immer zweimal töten? Oder kann ich das schon töten, irgendwie beim ersten Mal? Keine Ahnung. Dein Schild ist schon nervig. Ich glaube, das wird nochmal so eine Sache sein, die in Zukunft häufiger vorkommen wird. Dass wir häufiger Gegner mit Schilden bekommen. Aua. Und bestimmt auch mal irgendwann ein Boss, der sozusagen doppeltes Leben hat, weil er halt einmal ein Schild hat und einmal ohne. Mit 32, schon das dritte Level diese Folge. Wir leveln richtig fix. So, nee, hier. Den hatten wir noch. Prunksteinerne. Der Außerkorene nimmt die Gestalt der Prunksteinernen an. Er springt hoch und tritt den Feind gegen die Brust. Selbst wenn der Tritt nicht trifft, fügt der folgende Aufprall auf dem Boden Feinden in der Nähe Schaden zu. Erhöht den Schaden von leichten Sprungangriffen moderat und senkt die Ausdauerkosten fürs Sprinten. Ja, okay, ist überhaupt nicht, überzeugt mich gar nicht. Muss ich sagen. Ja, genau, hier sind wir. Können wir bestimmt hier auch irgendwo gleich einfach runterspringen, oder? Muss ich nicht ganz lang laufen? Nee, kann ich nicht. Jetzt sind natürlich die Gegner da oben wieder da. Ich hoffe, die nerven nicht, wenn ich jetzt hier runtergehe. So, ich hoffe, ich kann dich wieder befreien. Ja. Oh, wow, okay. Patches. Okay, Mann aus Stein. Okay, jetzt haben wir einen Gegner. Ich habe natürlich jetzt da oben recht viel Scheiße. Aber ist egal, der ist easy. Außer da kommt noch irgendwas. Aber der ergibt sich nicht, so wie Patches. Vielleicht kommt das jetzt aber auch noch. Was ein Vollidiot. So, jetzt haben wir das Ding wieder. Hat sich das jetzt verändert? Aua. Ja, Azurstaub. Okay, Zauber. Aus azurblauem Staub erhebt ein Felsguai sein Haupt. Alter, ich werde von hinten noch angegriffen. Der Außerkorene verwandelt sich in einen Felsguai, der immun gegen alle vier Flüche ist. Er erzeugt Macht, wenn er getroffen wird. Okay, das ist eine andere Verwandlung. Ich frag mich, was ein Felsguai jetzt ist. Also, ist das jetzt so ein Ding hier? Also, bin ich dann einfach so ein Typ mit einem dicken Felsen auf dem Kopf? Bin ich jetzt nicht so sexy? Oh, gut. Ah, da komme ich da nicht hoch. Müssen wir uns gleich mal richtig angucken. Also ich frage mich halt, ob ich so einer werde. Für mich ist das so am ehesten Felsguai, aber kann natürlich auch sein, dass es ein bisschen geiler aussieht. Also so ein Typ hier. Aua. Nein! Oh, bitte spring jetzt hier nicht runter. Ich komme hier nicht mehr hoch. Ganz toll. Oh, ich bin nicht allzu weit unten. Geht ja noch. Aber ich heile mich trotzdem mal. So. Einmal mitgenommen. Alright. So, dann haben wir ja
Da können wir nicht hoch. Diese Seite jetzt eigentlich soweit abgeschlossen. Jetzt geht es da hinten noch in ein nächstes Gebiet. Ich hoffe, ich habe jetzt auch noch nichts verpasst. Ich bin mir da jetzt aber nicht so wirklich sicher. Weil das war ja schon recht verwinkelt jetzt hier. Also es könnte gut sein, dass ich noch irgendwo eine Truhe übersehen habe. Aber ich hoffe einfach mal nicht. Ich glaube daran, dass ich jetzt hier gut dabei war. Ansonsten, zumindest für die Leute, die das Spiel kennen und zusehen, sind ja nicht allzu viele, dürfte mir das gerne reinschreiben, dass ich was für irgendwas verpasst habe in den Gebieten. So, einmal rasten. Ich weiß gar nicht, können wir hier irgendwo... Ah ja, Zauber können wir hier wechseln. Aber vielleicht sollten wir uns erst angucken. Ausrüsten. Selbstbestimmung. Verwandlung. Ja, das juckt nicht. Aber die beiden haben wir jetzt freigeschaltet mittlerweile, ne? Können wir auch unsere Skillpunkte reinsetzen. Jede Talentstufe erhöht die maximale Macht leicht. Jede Talentstufe erhöht den Angriff während der Verwandlung leicht. Ja, das ist alles so... Erhöht die Verteidigung moderat. Also das mit perfekten Ausweichmanöver sehe ich jetzt nicht so ganz. Generell die Verteidigung ist cool, aber ist jetzt auch nicht so wichtig. Macht Verfall während der Verwandlung auch nicht so wirklich. Talentstufe beschleunigt die Machtwiederherstellung. Aber das dauert ja trotzdem alles recht lange. Die maximale Macht. Das verstehe ich nicht so ganz. Also wir müssen Macht aufbauen, um uns zu verwandeln. Also wenn ich jetzt, sage ich mal, 50 Macht bräuchte und ich habe genau 50 oder so, dann würde das jetzt die maximale Macht vergrößern. Ich habe 60 Max, aber ich brauche immer nur noch 50. Das heißt, ich habe mehr Macht, als ich nutzen muss, um mich zu verwandeln. So würde ich es verstehen, aber da bin ich mir nicht wirklich sicher, ob das wirklich so ist. Und ja, den Angriff. Aber ich habe keine Ahnung. Irgendwie, das kostet alles so viel. Weiß nicht. Und hier habe ich auch eine andere Haltung. Da bin ich mir aber auch noch nicht so ganz sicher, ob ich da mal drauf gehen möchte. Oder einfach mal jetzt hier so ein bisschen schweren Angriff erhöhen. Aufladegeschwindigkeit. Schwerer Angriff, die einen Fokuspunkten kosten, fügen dem Gegner basierend auf dessen verbleibenden Leben zusätzlichen Schaden zu. Ist eigentlich ganz cool. Ich brauche noch 7 Punkte hier, dann könnten wir noch einen vierten Fokuspunkt. Jede Talentstufe erhöht die Schadensreduktion nach einem aufgeladenen schweren Angriff. Ja, beträchtlich ist cool, aber haben wir das denn schon? Erweckt, nee, das haben wir. Jede Talentstufe erhöht, warte mal, was ist das? Ermöglicht Sprinten während des Aufladens. Das habe ich? Aber ich kann mich nicht bewegen währenddessen. Oder muss ich extra sprinten? Jede Talentstufe erhöht den Schaden durch aufgeladenen schweren Schlagangriffe leicht. Den Schaden durch aufgeladenen schweren Angriffe. Das ist eigentlich genau das, was ich möchte. Dann muss ich eigentlich einmal das hier nehmen. Und zumindest einmal das hier nehmen. Dann hätte ich zumindest jetzt einen stärkeren Angriff, wenn der aufgeladen ist. Das ist schon eigentlich das, wo ich hin möchte. So, was haben wir? Und wir haben das hier einmal bekommen. Versteckte Verwendung, die für kurze Zeit die Schadens... Den Standhaftigkeitseffekt. Ah, okay. Bestimmte Stabfähigkeiten, was sie weniger anfällig für Unterbrechungen macht. Okay, das ist irgendwie ganz cool. Mehr Stance. Ja, Tagebuch juckt nicht. Okay, wir können aber die Skills jetzt hier nicht drin sehen, wie es scheint. Ja, genau, da möchte ich immer ran. So. Und Selbstbestimmung. Zauber auswählen. So, und jetzt haben wir hier Machtkosten hoch, Machtkosten hoch. Azurstab. Ja, wir sind tatsächlich so ein Steinkopf. Ah, ob das was für mich ist, weiß ich noch nicht. Aus Azurblauem Staub erhebt sich ein Felsguai, sein Haupt. Der Auserkorene verwandelt sich in einen Felsguai, der immun gegen alle vier Flüche ist. Er erzeugt Macht, wenn er getroffen wird. Leichter Angriff, Erdstoß. Schlägt den Gegner dreimal mit einem schweren Kopfschuss, jeder schmerzhafter als der davor. Schwerer Angriff Bergspalter, stürmt mit voller Kraft vorwärts, bei voller Aufladung stürmt der Außerkorene weiter und rammt alle Gegner aus seinem Weg. Zauber Felssturz, RTX, oh mein Zauber, interessant, benötigt vollen Fokus, um diesen Zauber zu entfesseln. Der Außerkorene springt hoch und schlägt auf dem Boden auf, um mit einer Schockwelle aus Erde und Gestein weiträumig Flächenschaden zu verursachen. Ja, okay.
Es klingt tatsächlich gar nicht mal so bad. Also irgendwie finde ich den cooler, so vom Style her, mit der Glefe. Aber das klingt gar nicht mal so bad. Also so auf jeden Fall, dass ich ihn mal ausprobieren sollte. Ausprobieren ist sowieso eigentlich das Beste. Mache ich eigentlich stellenweise viel zu wenig. Wer ist das? Ich schon wieder angespuckt hier. War nicht da oben, ja. Oh, und cool, ein Sandfall. Ja, erstmal wieder runter dodgen. So, wir haben immer hier noch einen Gegner. Machen wir erstmal weg. Aua. Da ist schon wieder ein neuer Butterkopf. Oh, zwei. Okay. Würde ja sagen, machen wir den hier mal. Oh mein Gott, ist das dumm. Aber ja, wir kriegen ja dadurch, dass wir angegriffen werden, Macht. Okay, das ist aber noch nicht Fokus. Oder? Doch, das war der. Das war schon der Angriff. Okay, der ist sehr träge. Fühlt sich weird an, damit zu kämpfen, aber ja, wir nehmen den einfach mal und probieren ihn einfach ein bisschen aus. Und dann wird sich zeigen, ob ich den behalte oder nicht. So, einmal heilen. Nochmal hier hoch. Also da rechts war jetzt nichts. Da. Nicht nur so Kristalle. Vielleicht ist nochmal ein Steinmensch. Aber das sieht so aus, als könnte man hinter diesen Sandfall rein. Irgendein Gebäude. Vielleicht kriegen wir noch einen richtigen Bosskampf. Aua. Scheiße, Mann. Die tun echt weh. Braucht zu lange, um zwei Dinge aufzubauen. Also zwei Machtdinger. Obwohl ich schon diesen Perk genommen habe. Vom Aktboss. Also von dem Relikt. Habe ich extra gesagt, ich möchte schneller meine Fokuspunkte aufbauen. Und es geht mir aber immer noch nicht schnell genug. Ich würde da gerne reinskillen. Dass meine leichten Angriffe irgendwie den schneller aufbauen können. Weil ich möchte gerne nach so einer Combo halt irgendwie auf die zwei Machtpunkte kommen. So schnell es geht. Oh. Brauchen wir hier wieder so eine Statue? Da ist ein Geist. Oh, okay. Will hier irgendwas machen? Da geht's ja rein, definitiv. Aber ich weiß nicht, ob ich hier irgendwas einsetzen kann. Zum Beispiel meine Butteraugen oder so. Ja, ganz cool, wenn das gehen würde. Sehe ich jetzt aber noch nicht. Speerskelett. Alter, man kriegt so viele Geister, ne? Ist echt übel. Der Außerkorone nimmt die Gestalt des Spektralskeletts an. Er wehrt mit dem Tigerschild ab, Angriffe und stößt. Was? Er wehrt mit dem Tigerschild ab Angriffe. Ich glaube, er wehrt mit dem Tigerschild Angriffe ab, sollte da stehen. Ich glaube, die Worte sollten verdreht sein. Und stößt Feinde zurück. Dann schlägt er wiederholt auf seine Feinde ein und rammt den Schild auf den Boden, um seine Feinde in Reichweite zu erschüttern. Erhöht das die Schadensreduktion leicht. Das ist schon ziemlich geil. Man hat durchgehend eine Abwehr. Also Schild auf Schadensreduktion. Ja, hier haben wir nur erhöht den Giftschaden und die Giftresistenz moderat. Und von der Giftresistenz merke ich tatsächlich wenig, weil ich bekomme trotzdem ständig Gift bei den Giftgegnern. Also von passiven Fähigkeiten hilft mir das natürlich nicht, solange ich nicht auch irgendwie anders Gift machen kann. Ja. Also wieder irgendwas auf meiner Liste von Orten, die ich noch betreten muss, aber ich weiß noch nicht wie. Ich denke, wir werden hier noch reinkommen. Ja, aber da kommen wir nirgendwo hin wahrscheinlich, ne? Ah, da ist der Wirbelsturm. Aber ich denke, das wird sich dann irgendwie noch erübrigen. Aber es ist einer der von drei Orten mittlerweile, wo ich noch nicht weiterkomme. Tigertempel da vorne bei der Schlucht. Und jetzt hier. Alter, bei der Schlucht, keine Ahnung.
Das hieß irgendwie sowas in der Richtung. Da, wo wir angefangen haben halt, wo ich versucht habe, schon was zu machen. Da ist nochmal so ein Kopf. Hinter mir kommt was. Hum oder so. Ich weiß nicht, wie U mit so einem Strich drüber. Ich weiß nicht, ob das so Hüm. Tach, na. Alles klar bei dir? Oh Mann, die hat den Hum. Oh, das ist der ganze Satz. Dann wird's durch. Boah. Shit. Aber jetzt hat er den ganzen Satz gesagt. Also wir haben auf jeden Fall irgendwie jetzt, glaube ich, alle von den Köpfen. Jetzt nur die Frage. Sandfall hat sich jetzt nicht aufgelöst dadurch. Wäre natürlich super. Ich will ja nochmal kurz hingehen. Also ich hätte zumindest hier ganz gerne irgendeine Möglichkeit, irgendwo was einzusetzen oder so. Oder irgendein Indikator. Das, was ich tun kann. Aber das sieht jetzt nicht so wirklich danach aus. Das ist einfach so ein Schild. Ja, wird sich dann wohl zeigen. Kann man hier so durch? Ja, ich weiß nicht, so, das sieht nicht so aus, als würde die Spielwelt sowas... sowas haben, aber keine Ahnung. Ernsthaft jetzt? Du kommst jetzt nochmal an? Okay, nice. Fast Level up. Mir fehlt irgendwie noch ein EP oder so. Dann haben wir den hier. Er hat kein Schild, das ist schon mal gut. Boah. Tut trotzdem weh. Und Level up. Okay, nochmal kurz Level ausgeben. Bleiben mal hier und erhöhen das hier noch höher. Und ich glaube, ich habe seitdem ich das geskillt habe, ist noch nicht einmal eingesetzt. Können wir hier durch? Ja. Okay, das ist riesig da hinten. Mal ganz kurz jetzt nochmal hier in der Richtung. Das sieht aus wie ein Boss. Ja, okay. Ich habe eigentlich nicht mehr wirklich Zeit. Wir sind schon fast bei einer Stunde, aber dann lass uns den doch noch machen. Dann ist das jetzt... oder zumindest versuchen. Ich habe keine Ahnung, ob ich den schaffe. Aber dann ist das das Ende für heute. Hier, dieser Boss hier. Steinerne Vorhut. Ich habe erst Vorhaut gelesen. Geil, der sieht mega aus. Den habe ich schon mal im Ladescreen gesehen. Oh, shit. Okay, der macht Erdbeben. Steinen kann ich auch.
Okay. Der war echt easy, muss ich sagen. Jaguar König, Steine in der Vorhut. Den fand ich jetzt echt nicht schwer. Aber ich habe tatsächlich Grimmigkeit aus Stein. Oh, Grimmigkeit aus Stein. Jetzt können wir da durch. Sehr schön. Okay, ich habe tatsächlich diese Fähigkeit, diesen Azurstaub, diesen Steinmann, im richtigen Augenblick eingesetzt. Ich dachte irgendwann so, ja, jetzt Zeit. Und dann kam er mit irgendwelchen so einer Fähigkeit an, wo jetzt noch mehr solcher Typen ankamen. Und war perfekt. Ich habe eine neue Rüstung. Sturmwachen-Bestienmaske. Gewährt nach perfekten Ausweichmanövern eine beträchtliche Menge zusätzlichen Fokus. Perfekte Ausweichmanöver verringern die Ablenkzeit alle Zauber leicht. Das ist schon cool. Oh, wie cool die Rüstung aussehen, ne? Okay, warte mal. Das ist jetzt... Ich habe jetzt 29 oder so. Das ist das, was ich anhabe? Ich glaube schon, Bronze, ne? Ja, genau, steht ja auch ein Zeichen drunter. Also würde es sich schon losen, lohnen. Und Schockresistenz um 4 erhöht. Und ich denke mal, es wird bestimmt nochmal einen Schockgegner geben. Hier in diesen Landen. Und perfekte Ausweichmanöver, klar. Ich bin da nicht so ultra gut drin, aber ich mache die ja schon manchmal. Weiß ich nicht, ob sich das vielleicht lohnen würde. Was war das hier nochmal? Im Wolkenschritt werden Gegner in der Nähe kontinuierlich durch verschiedenen schwarzen Wind angegriffen. Ah ja, das ist schon cool. Ja, keine Ahnung. Ich mag eigentlich meine Rüstung hier. Verringert die Ablenkzeit des Lähmungszaubers nach dem Zertrümmern eines Gelähmten steht das stark und fügt gelähmte Gegner beim Zertrümmern zusätzlichen Schaden zu. Ja, ist wahrscheinlich schon noch besser für mich, ne? Ich glaube nicht, dass ich darauf gehen sollte, auch wenn es nice ist. Ich glaube, ich sollte bei meiner Rüstung tatsächlich noch bleiben. Wenn der an irgendwann die Verteidigung halt einen großen Sprung macht, das ist jetzt noch nicht so viel. Das wären jetzt ungefähr 20 Punkte vielleicht. Oder weniger. Also 16. Überall so 4 Punkte mehr vielleicht. Ich glaube, darauf kann ich noch verzichten. Und dann vielleicht bei der nächsten Rüstung, die wir freischalten, sollte ich dann vielleicht drauf gehen. Hier werden wir es erstmal lassen. Wir bleiben noch bei unserer Lähmungsrüstung. Ich finde die... Also ich mag den Lähmungszauber dafür zu gerne. Und ich zertrümmere ja um meine Leute. Deswegen lohnt sich das schon komplett. Aber dann hören wir hier an der Stelle auf. Wir können jetzt beim nächsten Mal hier entweder weiter oder halt durch diesen anderen Pfad. Ne? Wir haben jetzt natürlich den auch freigeschaltet. Hätte ich jetzt auch kein Problem mit. Wir haben jetzt überall halt so Wege offen und ich nehme keinen bis zum Ende. Aber ist ja auch egal. Wir haben da vorne ja auch noch einen Weg. Ich glaube, mittlerweile muss ich mir das echt notieren. Auf meine Liste, was wir alles offen haben und wo ich noch hingehen muss. Ich hoffe, ich denke da einfach nochmal dran. Naja, ich bedanke mich auch mal fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Haut rein!